Moin, Arnivore. Wir sind zurück bei Rasier die Aliens. Auch Alienation genannt. So, wir haben jetzt uns dick aufgebessert. Wir sind gespannt. Vorletzte Mission in Brasilien. Kree hofft immer noch auf die Gamescom-Mission. Ja, allerdings. Ich glaube immer noch nicht, dass die in Brasilien kommt, weil wenn man mal guckt hier auf der Karte, es fehlt eigentlich noch irgendwas in Afrika. Wir haben in Nordamerika zwei Sachen, Europa eins. Ja, so Afrika könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Australien wäre vielleicht auch noch ganz cool, Mitte Russland, aber so viele Missionen sind es da glaube ich nicht mehr. Vier Missionen nur noch. Also wird eng. Naja, wobei auch eine Mission natürlich das Mutterschiff sein muss, ne? Die letzte wahrscheinlich. In Nebraska haben wir bisher auch nur zwei Missionen gemacht. Da kann das mit vier aber nicht hinkommen. Das ist merkwürdig. Also unsere ursprüngliche Theorie, dass überall fünf sind, fünf mal fünf, kann nicht hinkommen. Vier mal fünf. Nee, das passt doch nicht. Das funktioniert nicht. Na dann, wer weiß, wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall, jetzt heißt es Grabräuber. Wir sind gespannt. Alles klar. Auf Veteran wolltest du, ne? Nee. Achso. After taking a direct hit from the naval cannon, the Xenos ship appears to have crashed down somewhere near the harbor. You will face heavy resistance, but must get to the ship and retrieve the Xenos codes that the Colonel believes to be the key to breach the force field. Ach, der komische Colonel, der soll mal ruhig sein. Ja, doch keine Ahnung. Das könnte tatsächlich die Gamescom-Mission sein. Ja. Das ist sie, glaube ich, sogar wirklich, weil da hatte man auch so viele Missionsziele. Aber warum gehen wir hier schon wieder in die falsche Richtung? Man weiß es nicht. Sind wir, glaube ich, auf der Gamescom auch. Ja, aber von mir aus können wir auch hochgehen. Was explodiert denn hier schon wieder? Ey, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir auch noch gucken, wo der Weg uns hinführt. Ja. Irgendwas explodiert immer. Oh, der war ja schon cool. Okay, der Weg führt aber anscheinend noch was weiter. Und zwar zurück in die Mission quasi, wo vorhin waren. Zerstöre die Bruthügel und töte die Alpha-Rächer. Ja, das kann echt gut sein, dass wir das auf der Gamescom gemacht haben. Wir durften es ja leider nicht ganz beenden. Ja, dann Gegner, wo sei dahin? Ja, echt, wir haben gerade mal 10 Multiplikator. Was ist los hier? Rasiert. Da direkt das Level up. Echt? Jetzt habe ich die Stufe, die für das Level hier auf dem einfachen, normalen Schwierigkeitsgrad vorgesehen ist. Und wir spielen ja noch vier Level drüber, oder? Nur nochmal als ne? Kurze Erinnerung, Freunde. Also, das hier ist Pro Gaming vom Feinsten. Ne? Ich kann mich aber sonst voll nicht mehr daran erinnern, was man da für eine Klasse auf der Gamescom hatte oder sowas, was ich da gespielt habe. Die Feuerrate auch von meinem komischen Gewehr hier ist voll abartig. Ich habe auch im Magazin, glaube ich, 58 Schuss oder so. Boah, ne. Und... Ne, 72. Ne, ich hab 37. Und die sind so schnell weg. Ne, ich hab jetzt 37, aber normalerweise hatte meine Waffen bisher immer nur so 25 oder so, die Primärwaffe. Ach so. Ja, ja. Die waren immer extrem schnell leer, die Magazine. Diese Bugs hier, ey. Die sind mir auf die Nerven. Ja, aber jetzt hier mit der neuen Ausrüstung.
macht schon Unterschiede. Logischerweise, wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. Sicher, dass das die Games-Kommission ist. Ich bin mir da mal noch nicht so sicher. Nee, ich bin mir gerade unsicher. Nee, irgendwie nicht. Kein Problem hier, also das ist ja das ist ja witzig, ja. Okay, ja. Was ist das eigentlich für ein komisch netter Mann mit grauen Haaren? Keine. Das ist der Colonel, ne? Klar, ist das der Colonel. Der komische alte Opa da. Hm, ja. Da, ne. So das sieht ein echter Colonel nun mal aus. Ja, gut, wenn du das sagst. Aber... Alter. Voll weggelunst, ey. Da merkt man den Unterschied aber auch ganz deutlich. Nee, ich meine, wir sind einfach voll Imba mittlerweile geworden, ne? Weil wir cool sind. Das ist unser Pro-Skill. Ja. Das hat halt mit Equipment gar nichts zu tun, dieses Spiel hier, ne? Weil es geht immer nur rein um den Skill, ne? Equipment ist immer völlig egal bei jedem Game. Ich wollte gerade sagen, ich bin fast draufgegangen, weil irgendwas gerade hier war fies. Hab ich gesehen. Ja, zum Teil explodieren die ja, ne, wenn die sterben. Aber ich glaube, wenn man da dann mittendrin steht, wenn mehrere von denen explodieren, kann das echt fieser Schaden sein. Ne? Aber die machen ja auch nicht wenig Schaden. Wir machen halt einfach nur super viel, aber das heißt ja nicht, dass wir dadurch mehr aushalten. Leider. Das hätte ich mir halt auch so ein bisschen gewünscht. Irgendwie so Armor-Upgrades, ja.
Dass man dann auch vielleicht noch ein bisschen anders aussieht und so. Aber das scheint es tatsächlich doch nicht zu geben. Wie ich ja zu Anfang sind hier keine Barken mehr, ey. Anscheinend nicht. Na doch, da kommt noch eine auf dem Weg. Weil wir hier oben lang müssen. Eine kommt da auf jeden Fall noch. Wir könnten da unten theoretisch noch eine holen. Hier unten rechts in der Ecke ist auch noch eine. Da explodiert wieder einfach irgendwas. Alles. Ja, ich weiß es nicht. Hauptsache es explodiert was. Ja, Schaden kassiert man doch noch ganz gut. Oh, wir müssen hier rechts rum und dann kommt da oben jetzt gleich noch einer. Aber das ist auf jeden Fall nicht die Gamescom-Mission. Für alle die sich jetzt schon gefreut haben, ja geil, die Gamescom-Mission, endlich hören sie auf davon zu reden. Nee. Nein, ich werde weiter danach fragen. Wir sind hier noch nicht durch, Freunde. Hier oben ist noch eine Bar. I can see the ship now. Fortunately, the entry portal looks clear of debris. Was ist das? Fällt da einfach das Dach runter. Jawohl. Schlechter Zeitpunkt. Schild! Wo bist du? Boah, da war ich echt quasi am Arsch. Du warst doch irgendwie auf einmal weg. Ja, ich war da unten irgendwie gefangen und kam da nicht mehr raus. In so einer Sackgasse. So. Und genau in der Sackgasse waren dann ein Flammenwerfer-Typ und zwei Explosionen. Das war echt fies, ey. Hier unten drinne, hier stand ich. Ja, gut. Das Xenos-Schiff betreten? Nee. Nee, willst du nicht. Nicht die Xenos, ey. Ja doch, wir müssen den ja das... rote... das rote Quecksilber. Ja, das rote Quecksilber klauen. Jetzt geht die Mission hier weiter. Jetzt ist vorbei hier. Ja. Guck mal da oben, was da alles steht und auf uns wartet. Was wo denn? Ja, da wo wir lang müssen, hier. So, ich hab doch hier. Ja gut. Sah schlimmer aus, als es ist. Ich wollte sagen, wovor hast du denn schon wieder Angst, ey? Das sind doch nur ein paar Xenomorphs hier. Die brauchen wir nur noch, wo sie hin können. Die Ausrede hat vielleicht bei den Zombies funktioniert. Die funktioniert immer. Aber so langsam wird sie doch richtig schön durch.
Sorry, da war ein kleiner Schnitt. Der war nicht ganz gewollt. Gerade hier, wenn die Horde kommt. Ja, aber hier ist ja kein Problem. Will nicht wissen, wie viel wir da gerade umgebracht haben. Eine Menge. Jetzt müssen wir uns wieder raus teleportieren. Ja. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, das ging ja jetzt eigentlich, ne? Boah, drei lilane Waffen. Echt? Nein, ja. Nicht. Nur blau. Drei blaue, ein weißes. Ich habe zwar natürlich wieder nicht nachgeguckt, was es war, aber... Nee, lootmäßig war für mich nicht so gut, diese Runde. Aber man merkt also auf jeden Fall mit den neuen Sachen, es ist weit einfacher geworden. Trophy. Science Corps technicians have extracted the friend or foe codes you retrieved from the crashed ship. The only way to test them, however, is on site, and you will only have one shot at this, Captain. Prepare for deployment to Ashland. Das ist echt der Colonel. So, wie immer, ne? Wir wissen sie. Hier erstmal Waffen auschecken. Aber scheint gerade nichts dabei gewesen zu sein. Hier. Das waren einfach zwei Flammenwerfer und ein Raketenwerfer. Okay. So, Fähigkeitenpunkt. Jetzt mache ich hier mal das Vampir. Ich Was hoffe, dann auch wieder nicht funktioniert. Ja, ich hoffe, das funktioniert nicht. Das wäre ja ganz, ganz nett. Ach, jetzt hier dieser Flammenwerfer hat auch mal so eine extra Aktion. Oh. Aktion Nahkampfwirkung Boomerang. Hm. Hä? Klingt irgendwie komisch. Also das wird ausgelöst, wenn du im Nahkampf schlägst. Schmeißt er dann zusätzlich noch einen Boomerang oder was? Das wäre natürlich ziemlich geil. Das wäre ziemlich bekloppt, ja. Ja, ich habe halt jetzt eine Aktion Nahkampfwirkung Blitzschlag. Mit meinem jetzt 10.000 Schaden pro Sekunde Flammenwerfer. Den ich noch nicht mal benutzt hat. Müsste ich vielleicht echt mal auswählen. Aber ja, wieder eine etwas kürzere Episode hier. Wobei es geht. So kurz ist es gar nicht. Man darf ja nicht zu verwöhnt sein, ne? Immer schön geschmeidig bleiben. Ich bin auf jeden Fall Arniboy. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke mal, ein paar Episoden werden ja noch kommen. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Viel fehlt nicht mehr von den Missionen. Wir haben jetzt 17 von 20. Schön, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Und schön, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, Krieg. Natürlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Tschüssing.